Freiwillig wäre er nie ausgewandert. Doch wie in Deutschland eine Firma gründen ohne Kapital? Ich habe vor 10 Jahren versucht, in Deutschland eine Hochtechnologiefirma aufzubauen. Das war sehr schwierig. Der nette Herr von der Deutschen Bank meinte, meine Eltern sollen doch ihr Haus verkaufen, wenn ich Kapital brauche. Im Silicon Valley treffen wir sie. Die Talente, Erfinder und Propheten. Geflüchtet vor der German Angst, etwas zu wagen. In Deutschland fand ich immer, du hast eine verrückte Idee und jeder hat 20, 30 verschiedene Gründe, warum das nicht funktioniert. Manche Ideen sind ein bisschen seltsam, ne? Und Leute sagen, das macht kein Mensch, ihr seid alle bekloppt. Aber wenn es funktioniert, dann können wir damit wirklich Geld verdienen. Aus dem Tal der Zukunft rollt eine Revolution auf uns zu, die auch unser Leben in Deutschland radikal verändern wird. Wo stehen wir in diesem Wettbewerb? Wir in Deutschland haben alle großen Technologien der Digitalisierung der vergangenen 20 Jahre schlicht verschlafen und verpasst. Ende Dezember, 15 Grad, blauer Himmel. So liebt Stefan Groschupf Kalifornien. In diesem Klima gedeihen Kreative. Es ist mir nicht so schwer gefallen, aus Deutschland wegzugehen. Es war ein kalter Wintertag in Halle an der Saale, ein bisschen Schneeregen. Spät in der Nacht habe ich einen Anruf bekommen von einem Apple-Ingenieur, der mich rüberbringen wollte. Und ich habe aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, Kalifornien, das könnte man ja mal probieren. Ich bin im Silicon Valley, weil in Deutschland wollte man uns und unsere Technologie nicht. Und es war super einfach, hier eine Firma zu gründen. Eine Idee, 16 Seiten Präsentation, 8 Wochen später hatte er 2,5 Millionen Dollar sicher. Sein erstes amerikanisches Startup war geboren. Ich sehe Startups wirklich als Revolution des 21. Jahrhunderts. Startups heute haben mehr Innovationspower als die NASA und schießen Raketen in Weltall. Startups haben die Automobilindustrie auf den Kopf gestellt. Startups haben mehr zur Weltkommunikation beigetragen als alles vorher. Silicon Valley, Tal der Erfinder. 50.000 Deutsche leben hier, ob bei Airbnb, Uber oder Twitter. Bei allen Tech-Giganten arbeiten auch deutsche Ingenieure, Designer und Visionäre. Außerdem haben sich viele deutsche Gründer mit ihren Startups hier selbstständig gemacht und arbeiten an den Ideen für die Zukunft. Ein Termin mit dieser Frau kann Millionen Dollar wert sein. Margit Wenmachers gilt als die heimliche Queen im Valley. Sie vergibt das begehrte Venture Capital, Risikokapital. Die Vereinigten Staaten, Kalifornien und im besonderen Silicon Valley haben Träume für mich erfüllt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Es gibt, ich würde sagen, 40, 50 Venture-Capital-Firmen hier. Es gibt relativ viel Geld. Wir haben mehr Geld als Wasser in Kalifornien. Laufen gibt ihr die Energie für den Powerjob. Ist für mich wie Meditation irgendwie. Freie Gedanken, man hat so ein bisschen Hügel rauf und runter, wo man sich drauf konzentrieren kann. Ich bin relativ hochgetaktet und wenn ich nichts zu tun habe, bin ich depressiv. Von daher funktioniert das für mich. Ist nicht wie jeden, aber manchmal bin ich auch mit meiner Tochter den ganzen Tag zu Hause am Wochenende. Da machen wir absolut gar nichts. Außer faulen, muss es auch sein. Margit Wenmachers schreibt Checks bis 100 Millionen Dollar. Ihre Devise, nicht kleckern, klotzen. Im Job und beim Sport. Und warum Marathon? Weil das, da muss man ja sich so viel vorbereiten. Ja, wenn ich anfange zu laufen und ich muss die ganze Organisation jetzt machen, dann kann ich auch am besten gleich einen Marathon laufen. Auf den ersten Blick wirkt sie unscheinbar. Die Straße, an der Margits Firma sitzt. Doch die Mieten sind hier so hoch wie sonst nirgendwo in Amerika. An der Central Road residieren alle großen Geldgeber.
Die kalifornischen Investoren geben 33 Milliarden Dollar Wagniskapital im Jahr aus. In Deutschland ist es nicht mal eine Milliarde. In der Männerwelt Silicon Valley ist Margit eine der wenigen Frauen. Für sie ist es völlig selbstverständlich, dass 9 von 10 Startups floppen. Ein Fonds hat eine 1,5 Milliarden. Wir können einige Risiken uns leisten. Wir gucken nicht auf die Experimente, die nicht funktionieren. Der Trick im Venture Capital Business ist es, die Firma, die wirklich funktioniert, das nächste Google oder Facebook oder so, die bezahlt für all die anderen Experimente. Für uns ist im Grunde genommen die Frage, wenn es funktioniert, wie groß kann es sein? Die erfolgreichsten Unternehmer wollen die Welt verändern und denken, dass was sie machen, unglaublich wichtig ist. Und wir achten darauf, eine Fangfrage, die wir stellen, ist, okay, wie hoch wäre der Preis, zu dem sie verkaufen? Und wenn die einen Preis haben, dann wollen wir nicht investieren. Dann wollen die nämlich wirklich nicht die Welt verändern, dann wollen die Geld verdienen. Zwei ihrer Vorzeigegründer, Deutsche. Früher sind Florian Leibert und Tobias Knaub oft gesegelt. Doch ihre Firma ist so rasant gewachsen, dass sie fast jedes Wochenende arbeiten. Wir sind im Silicon Valley, weil es viel einfacher ist, hier eine Firma zu gründen. Und es ist viel einfacher, hier Ideen zu verwirklichen, weil man alle Ressourcen hat, die man so braucht. Zum Beispiel Ingenieure und Kapital. Es gibt was zu feiern bei Mesosphere. Heute ist der 200. Mitarbeiter an Bord gegangen. Es geht hier hauptsächlich so ums Teambuilding. Also, die haben super hart gearbeitet die letzten 4-5 Monate. Und jetzt wollen wir sie alle zusammen hier rausbringen, dass wir ein Papier zusammen trinken können, dass wir ein bisschen grillen können und Spaß haben können. Die Kultur, Firmenkultur ist das Wichtigste für uns wirklich, dass die Leute happy sind, weil sie dann einfach produktiver sind auch. Das war auch einer der größten Ratschläge, die wir bekommen haben von den Airbnb-Gründern, als wir gegangen sind. Spitzenkräfte sind rar. Wer die besten Programmierer im Valley halten will, muss mehr bieten als Geld. Diese Segelturns sind für meine Motivation im Job genauso wichtig wie zum Beispiel eine Krankenversicherung oder andere Sozialleistungen. Solche Dinge zu machen, die mit meinem eigentlichen Job nichts zu tun haben, sind extrem wertvoll, weil ich hier meine Kollegen ganz anders kennenlernen kann. Feste Arbeitszeiten gibt es nicht. Auch keine Urlaubsregelung. Diese klassische Hierarchie, wie man sie kennt, so der Chef sagt, wo es lang geht, das existiert eigentlich so nicht. Also Leute wollen damit eingebunden sein und da ist das natürlich auch Teil davon, eben, dass man als Chef nicht sein eigenes Büro hat, sondern direkt neben jedem anderen sitzt und dass man nicht anders angezogen ist. Ich mache immer Spaß, die Silicon Valley Krawatte sind wie bunten Socken. Es wirkt wie aus einer Zeit, die längst vergangen ist. Doch das NASA-Gelände mitten im Silicon Valley ist zu einem Labor für die Zukunft geworden. Regelmäßig pilgern Firmenbosse, Forscher und Politiker hierher, um auch von ihm zu erfahren, was die Zukunft bringt. Im Silicon Valley, weil man hier als Verrückter nicht auffällt. Wohin dreht sich die Welt? An der Singularity University suchen sie nach Antworten. Gegründet von Zukunftsforschern, finanziert auch von Tech-Firmen wie Google. Locker machen. Pascal weiß, seine Botschaft macht vielen Leuten Angst. Aus der ganzen Welt sind sie angereist. Firmenchefs, Gründer und Forscher. Sie wollen wissen, welche großen technologischen Veränderungen uns erwarten. Für eine Woche Reise in die Zukunft zahlen sie 14.000 Euro. Ein einziger Computer wird schon bald das Wissen von einem Gehirn haben. Das wird in den nächsten 15 Jahren passieren. Wir glauben, dass der Trend dann weitergeht. Computer so viel leisten wie zwei Gehirne, dann 4 und 8. Irgendwann weiß ein Computer so viel wie alle Menschen zusammen, 2050, 2060 etwa. Es wird also nicht mehr lange dauern, bis das Telefon in eurer Tasche mehr Zellen als euer Gehirn hat. Klingt wie Science Fiction. Doch hier glauben sie, es rollt eine Welle auf uns zu,
die längst nicht mehr zu stoppen ist. So das übliche Feedback, was wir kriegen, ist wirklich so life-changing, ja, was wahnsinnig ist. Du verstehst, dass die Welt exponentiell ist. Du verstehst, dass die Änderungen, die wir sehen, viel schneller kommen, als du es intuitiv halt dir vorstellen kannst. Und dass die Änderungen dramatischer sein werden, positiv und negativ natürlich, als das, was wir vielleicht glauben, was passiert. Abtauchen in virtuelle Welten. Christiane Hipp, Professorin aus Cottbus, erlebt die Welt in 3D. Ein Spielplatz im Vergleich zu dem, was uns erwarten kann in der schönen neuen Welt. Die Frage, die sich immer stellt, ist, werden wir irgendwann mal unser Gehirn ins Internet, in die Cloud hochladen? Die Entscheidungen, die getroffen werden durch die Maschine, besser sind als wir als Mensch. Und das versuche ich jetzt hier zu erfahren. Wer eine Idee hat, muss sie gut und schnell verkaufen können. Studenten trainieren die hohe Kunst des Pitchens. In einer Minute müssen sie ihre Idee erklären, egal wie kompliziert sie ist. 60 Sekunden, in denen sich entscheidet, ob die Investoren zahlen oder nicht. Jenny Appel hat ihren Job aufgegeben, um genau das zu lernen. I think we have to really change the paradigms of how we learn and how we work. Wir müssen unsere Art zu lernen und zu arbeiten radikal verändern. Ganz schön ehrgeizig. Wie viele Ideen hier? Es ist so, dass ich einfach das Gefühl habe, dass in ganz, ganz vielen Bereichen wir in Deutschland gar nicht genug Visionen haben und dass wir uns viel zu sehr mit dem Status quo zufrieden geben und dass wir eigentlich alle viel mehr können. Hier suchen sie Lösungen für die ganz großen Probleme. Armut, Hunger, Dürren. Wir bringen unsere Studenten dazu, im Grunde die neuesten Technologien sich anzugucken, die großen Probleme zu nehmen und die zusammenzuführen und eben Lösungen dafür zu entwickeln. Maschinen als Heilsbringer? Daran scheiden sich die Geister. Was passiert mit all den Jobs? Wo bleibt die Menschlichkeit? Pascal sieht vor allem die Chancen. Ja, es gibt definitiv Momente, wo man sich so ein bisschen am Kopf kratzt und sich schon überlegt, irgendwie, wo wird die Zukunft hingehen? Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, so Roboter in der Altenpflege zum Beispiel, wenn ich so einen Roboter hätte, der meinen Eltern halt im Haushalt helfen könnte, wäre das schon toll. Also ich glaube, es gibt schon tolle Anwendungszwecke für Roboter. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann sind Maschinen intelligenter als wir Menschen, glauben sie im Silicon Valley. Eine Straßenecke in San Francisco. In Zukunft könnten hier Roboter unterwegs sein, ständige Begleiter von uns Menschen. Kaum ein Lebensbereich, den sie nicht erobern. Maschinen übernehmen mehr und mehr Jobs, auch hochqualifizierte. Sie messen Puls und Herzschlag. Selbst Herzfehler erkennen sie. Die Diagnose? So präzise wie vom Spezialisten. An der Westküste feiern sie intelligente Maschinen als das nächste große Ding. Für viele in Europa noch beängstigend, für Stefan Groschupf faszinierend. Schon einmal hat er einen Trend erkannt, der die Welt verändert hat. Mit seiner Firma Datamair und seinen Datenanalysen, die in Deutschland niemand wollte, ist er Marktführer geworden, hat etwa die Krebsforschung vorangetrieben. Jetzt will er wieder Trendsetter werden. Es ist eine interessante Phase natürlich, wenn man, ich sag mal, eine Firma so groß aufgebaut hat wie Datamair und man sich da auch natürlich sehr, sehr wohl fühlt und eine bestimmte Sicherheit hat, das alles hinter sich zu lassen und sich nochmal neu zu erfinden, nochmal ganz von vorne anzufangen und nicht sicher zu sein, ob das Produkt auch am Markt ankommt, ob die Firma skalieren kann, wie man an das Venture-Kapital rankommt. Aber das Leben fängt da an, wo die Komfortzone aufhört. Stefan muss nach Palo Alto. Passt super. Unterwegs. Hey, how are you? Er ist spät dran. Thank you so much. Was meinen Sie? Wie lange wird es dauern? 50 Minuten. Das kann knapp werden. Er ist mit einem Investor verabredet, der seine neue Idee finanzieren soll. That would be perfect. In meiner neuen Firma geht es um künstliche Intelligenz. Ganz konkret geht es darum, dass man in der täglichen Arbeit eines Verkäufers ganz viele Arbeitsschritte hat, die der Verkäufer nicht mag. Und es gibt also tatsächlich eine Möglichkeit, hier Verkäufer unglaublich effizienter zu machen, indem man ganz viel automatisiert. Der Computer erledigt etwa E-Mails für Autoverkäufer, damit die mehr Zeit für die Kunden haben. Oh, ein Stau? Verrückt mit dem Verkehr.
Jeden Tag Stau auf dem Highway in Silicon Valley. Nur gut, dass der Investor ihn schon vom letzten Mal kennt. Ja, letzte Firma habe ich 2,5 Millionen Runde A gemacht. 5, 6 ist realistisch. 8 wäre toll, 10 wären traumhaft. Aber wie sagen die Amerikaner, let's shoot for the stars and land on the moon. 10 Minuten zu spät. Hoffentlich hat der Investor gewartet. Thank you so much. Hier entscheidet sich Stefans Zukunft. Klinkenputzen nennt Thomas Arendt die Treffen mit Investoren. Alltag für Start-up-Gründer. Jeder, der diesen vorgefertigten Weg mal verlässt und dann das Risiko eingeht und Unternehmer wird und an einer Idee arbeitet, ein Team aufbaut, mit Investoren arbeitet, Geld einsammelt und so weiter, das wird honoriert. Und dass es hier sehr viel mehr dazu gehört zu scheitern und das Scheitern zu feiern. Ich bin in San Francisco, weil es hier so viel kreative Freiheit gibt und ich mag den Spannungsbogen zwischen Hippies auf der einen Seite und Hochtechnologie auf der anderen Seite. Richtig cool und inspirierend. Es läuft gut bei Savvy, einer Plattform, auf der man Lehrer buchen kann. Jedes postet ein Job, der erledigt ist. Und hoffentlich ein Schritt, die Investoren zu überzeugen, Geld locker zu machen. Ich dachte, es kann doch nicht sein, dass wir alle so viel Technologie in der Hosentasche haben. Und es ist einfach so, dass man quasi in so einem 1-zu-1-Gespräch, dass man dort am meisten lernt. Das ist bei Sprache so, das ist bei Fitness so, das ist bei Technologie so. So wie Airbnb Zimmer vermittelt, bucht Savvy Lehrer für Schüler. Für Klavierunterricht zum Beispiel. Thomas hat eine Stunde bei Lorenzo gebucht. Der Musiker und Komponist sitzt in Italien. Die alte Welt Europa und die neue. Nur noch einen Klick voneinander entfernt. Für mich eine ganz neue Erfahrung, online zu unterrichten. Und das so weit weg. Vor 5 Jahren oder so wäre das noch sehr Science-Fiction gewesen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man auch mit völlig Fremden online sich treffen kann und eben dadurch, dass man sich sieht, halt so eine Beziehung aufbauen kann. Wie war das noch, das Leben ohne Smartphone? Anfangs als Spielerei abgetan, mittlerweile mehr als 1 Milliarde Mal verkauft. Eine Revolution aus dem Silicon Valley. Und er hat sie hautnah miterlebt. In Palo Alto treffen wir Stan German. Mit 25 ging er nach Amerika, wollte mit den ganz Großen programmieren und hat bei Apple mit 50 Software-Ingenieuren das erste iPhone entwickelt. Silicon Valley, was das Zentrum für Hochtechnologie ist. Man hat gutes Essen, intelligente Leute und schnelle Autos. Stan lädt uns ein in eine Gegend, die unscheinbarer nicht sein könnte. Garage an Garage und keine Firmenschilder. Hier arbeiten sie am Auto der Zukunft. Und wie damals beim iPhone herrscht größte Geheimhaltung. Auch in Stans Firma haben sie alles abgedeckt, was wir nicht sehen sollen. Der Coupe, ein Sportwagen mit Elektromotor. Den haben sie hier selbst entwickelt und gebaut. Die Elektronik in diesem Auto wird dem iPhone mehr gleichen als den Autos heute. Es wird wie eine große Plattform sein, auf die man Apps runterladen kann. Aber hier geht es natürlich viel mehr um Sicherheit. Wenn dein Telefon abstürzt, nicht schlimm. Aber wenn ein Auto versagt, kann das gefährlich sein. Das iPhone hat das Telefon komplett verändert. Das, was wir hier machen, wird die Autowelt auf den Kopf stellen. Wer das Auto revolutionieren will, muss wissen, wie es konstruiert ist, sagt Chris Heiser. Sollen wir mal Gas geben? Von 0 auf 100, so schnell wie ein Ferrari.
Es wäre ein Fehler, zu unterschätzen, wie wichtig die Plattform für das Auto der Zukunft ist. Wir hätten natürlich einfach ein Auto kaufen können, den Motor rausgenommen und einen Elektromotor reingesetzt. Aber wir wollten kapieren, wie genau ein Auto funktioniert, bevor wir unsere eigene Softwareplattform entwickeln. Nur wenn du das weißt, kannst du den Markt umkrempeln. Die nächste Autorevolution könnte aus einer Garagenfirma wie dieser kommen und auch deutsche Autobauer kalt erwischen. Wenn jemand mir den Chefposten bei Daimler oder General Motors anbieten würde, ich würde Nein sagen. Das ist eine Industrie, in der die Umbrüche so radikal sein werden, dass sie jemanden brauchen, der mehr Mut hat als ich. Der Chef muss zehntausende Mitarbeiter entweder rauswerfen oder komplett umschulen. Diese Veränderungen werden dramatisch sein. Alle deutschen Autobauer haben mittlerweile Entwicklungslabors im Valley. Mercedes in Sunnyvale, BMW in Mountain View, VW, Porsche und Audi forschen gemeinsam in Belmont. Wohlwissend, dass die Konkurrenz nebenan sitzt, in den kleinen Werkstätten, aber auch bei Google, Apple, Uber und Tesla. Kaliforniens Elektroautobauer. Detroit, vergangene Woche. Mercedes präsentiert seinen neuen Star. Hier ist der neue GLA in the flesh. Im Silicon Valley durften wir bei keinem der deutschen Autobauer drehen. Hier sind Kameras gern gesehen. Dieter Zetsche nennt ihn eine Weltpremiere, ein Kompakt-SUV und Benziner. In Kalifornien setzen sie längst auf Null Emissionen und Elektro. Die Deutschen feiern weiter Verbrennungsmotoren. 99% der Fahrzeuge auf dieser Welt werden mit Verbrennungsmotoren verkauft. Wir hätten ein richtiges Problem, wenn wir keine Verbrennungsmotoren hätten. Wir glauben heute, dass 25 durchaus schon 15-25% unserer Produktion mit Elektromotoren nachgefragt und verkauft werden könnte. Und das wäre natürlich schon eine riesige Entwicklung im Vergleich zu heute. Christoph Käse war ein halbes Jahr im Silicon Valley, um den Spirit zu inhalieren. Seitdem fragt sich der Springermann, wo ist unser Erfindergeist geblieben? Der erste Computer war noch made in Germany, auch das erste Auto. Und seitdem? Deutschland ist eigentlich das Technologiemuseum des 20. Jahrhunderts geworden. Die Technologie des 21. Jahrhunderts findet hier nur in homöopathischen Dosen statt. Wir leiden unter einer, man könnte sagen, unter einer Neophobie, unter einer Furcht vor dem Neuen. Es entstehen einfach Arbeitsplätze nicht, die bei uns hätten entstehen können. Wir leben von Industrien, deren Grundprodukte vor 100 bis 120 Jahren erfunden worden sind. Das Auto, altes Produkt eigentlich, moderne Autos, aber ein altes Produkt. Im Springer Verlag haben sie sich einiges vom Silicon Valley Look abgeguckt. Die Monate in Kalifornien haben viele aufgeschreckt. Wir in Deutschland haben alle großen Technologien der Digitalisierung der vergangenen 20 Jahre schlicht verschlafen und verpasst. Denken Sie an Cloud. Es gibt keinen namhaften Cloud-Anbieter in Deutschland. Denken Sie an Mobil. Da haben wir es mit Millionen von modernen, zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen zu tun und mit ganz erheblichem Wachstum. Gay Pride in San Francisco. Die Stadt feiert ihre Weltoffenheit. Und mittendrin die Tech-Firmen. Früher waren es die Hippies, heute Facebook, Apple und Co. Die Firmen legen sich ins Zeug. Gemeinsames Outfit das Minimum. Thomas Arendt marschiert jedes Jahr mit. Letztes Jahr bei Apple, diesmal bei Netflix. Wenn ich hier die Leute an dem Rand sehe, ich finde es besonders toll, dass so eine, also dass jeder hier ist. Familien, alle sind hier. Finde ich super. Thomas hat einen Stammtisch für Deutsche organisiert. Das Silicon Valley ist wie ein Dorf, sagt er. Nirgendwo sind persönliche Kontakte so wichtig wie hier. Es ist vor allem gut, um ein bisschen zu netzwerken und es einfach Spaß ab und zu mal ein paar Deutsche zu sehen, neue Leute kennenzulernen, die hier im Silicon Valley sind.
Die Deutschen sind bekannt für ihre gute Bildung und ihren Fleiß. Amerikanisch dick auftragen, nicht ihr Ding. Damit geht es schon los, also von der Mentalität her, dass ich nicht rausgehe und sage, ich bin der Geilste der Welt, ich baue das geilste Produkt auf der Welt und Google und Facebook sind ab, naja, nächsten Jahr raus. So. Ja, das wird ja in Deutschland, hätte ich dann jeder für, was ein arrogantes Arschloch, ey, was will der überhaupt? Hier arbeitet halt jeder am geilsten Projekt, in der geilsten Firma und hat den geilsten Job in der geilsten Stadt. Und alles ist immer awesome. Und alles ist immer awesome. Alles ist immer awesome. Man muss auch erstmal diesen Filter entwickeln. Zwischen, also diesen Amerika-Filter gleich. Ne? Was ist überhaupt awesome? Weil alles ist irgendwie awesome. Ne? In Deutschland muss was richtig, richtig cool sein, bevor es fucking awesome ist. Ja? Und hier kann halt einfach irgendwie mal so ein Feuerwerk fucking awesome sein. Ich will ja eigentlich ein Haus hier, eine Butze haben, ein Hochhaus, wo irgendwann mal hier meine Firma drauf ist. Ja? Das muss das Ziel sein, wenigstens mental. Ja, dieses Shoot to the Stars. In dieser Stadt ist es aber einfacher, eine Firma zu gründen, als eine Familie. Tobias ist gerade Vater geworden. One bedroom reicht vielleicht für ein Kind von 1 bis 2 Jahren und dann braucht man einfach mehr Platz. Den können wir uns ja überhaupt nicht leisten, obwohl wir 2 Einkommen haben. Also meine Frau arbeitet Vollzeit, ich arbeite Vollzeit. Und wir könnten uns zwar etwas leisten, aber wir könnten uns nicht das leisten, was wir zum Beispiel gerne hätten. Noch schläft die kleine Leonie in einer Ecke in der Küche. Lange können sie aber nicht zu dritt in diesem Einzimmer-Apartment leben. Eine größere Wohnung oder gar ein Haus sind für Tobias und Gilda aber nicht drin, okay, trotz sechsstelliger Einkommen. Ich verbrauche unglaublich viel Geld für Miete hier, für unglaublich wenig Raum, der nicht beheizt ist, wo ich keinen Trockner, keine Waschmaschine oder Ähnliches habe. Ich empfinde es so, dass ich mir eigentlich täglich Gedanken mache, ob wir nicht schon morgen eigentlich nach Deutschland bzw. vielleicht Holland oder Europa ziehen möchten. Die jungen Tech-Millionäre treiben die Preise hoch. Das ist die Schattenseite des Booms. Hier gibt es eine riesig obdachlosen Population, die einfach unübersehbar ist. Die Straßenqualität ist schrecklich. Public Transportation ist auch nicht großartig. San Francisco, eine Stadt der Gegensätze. Und trotzdem strahlt sie eine magische Anziehungskraft aus. Früher waren es die Goldschürfer, heute die Tech-Pioniere. Der amerikanische Traum. Er hat ihn schon als Jugendlicher geträumt. Ich bin im Silicon Valley, weil ich es total spannend finde, dass ich hier mit den Besten der Welt arbeiten kann. Postmates heißt Bastian Lehmanns Startup. Ein lokaler Kurierservice, der alles liefert. Vom Kaffee über die Pizza bis zum Computer. Bastian macht Amazon Konkurrenz. Ich glaube, das ist schon fürs Team und auch für die Investoren eine Riesenmotivation. Hat einen starken Gegner mit Amazon. So ein bisschen David gegen Goliath. Ist ja nie verkehrt. Die Investoren glauben an ihn. 140 Millionen Dollar hat er zuletzt eingesammelt. Fast 2 Millionen Lieferungen fahren seine Kuriere mittlerweile im Monat aus. Es sind vor allem junge Kunden, die gern $4 auf eine Pizza draufzahlen, wenn sie frei Haus geliefert wird. Na, aber so ein Preis kann natürlich auch einen Service irgendwie definieren. Ne? Aber wir wollten halt von Anfang an Geld verdienen und haben gesagt, pass auf, können es halt nicht billiger machen. Niemand kann es billiger machen. Es geht einfach nicht. Seine Rechnung ist aufgegangen. Der Unterschied ist zwischen Deutschland und den USA, ich fühle mich hier unheimlich frei und kann Dinge machen, die ich in Deutschland nicht machen kann oder nicht machen konnte, weil ich mich immer sehr eingeengt gefühlt habe und ich immer das Gefühl hatte, ich müsste hier bestimmten Bahnen folgen. Bastian war schon immer ein Querkopf. Das Studium schmiss er, weil er sein Startup damals spannender fand. In Deutschland eckte er damit an. Hier gilt das als cool. In Deutschland fand ich immer, du hast eine verrückte Idee und jeder hat 20, 30 verschiedene Gründe, warum das nicht funktioniert. Man hat Angst, Dinge ein bisschen anders zu machen. Reihenhaus und schöner Vorgarten, habe ich ein Polo, alles ist super. Bastian heuert Mitarbeiter aus der ganzen Welt an. Ob sich das ändert unter dem neuen Präsidenten? Trump hat angedroht, die Visapolitik zu verschärfen.
Ich glaube, dass wirklich das Silicon Valley es existiert, weil Einwanderer hier hinkommen und unglaubliche Firmen aufbauen. Das ist unheimlich wichtig für, ich glaube, den wirtschaftlichen Erfolg der USA, dass das beste Talent Zugang hat zu den USA und hier arbeiten kann. Nicht nur an den Universitäten, aber auch bei den Firmen oder dann auch Firmen hier gründen darf. Und wie war's? Super. Großes Interesse und in zwei Tagen werde ich hören, wie es weitergeht. Ist das gut? Super gut. Normalerweise wird gesagt, wir melden uns, aber dadurch, dass ich die Leute hier auch schon kenne, denke ich, sollte die Wahrscheinlichkeit deutlich größer sein, dass das passt. Noch weiß er nicht, ob es 5, 7 oder 10 Millionen Dollar werden. Aber eine Entscheidung hat er getroffen. Auch sein neues Unternehmen soll 2 Standbeine haben. Die Zentrale in den USA, eine Zweigstelle in Halle an der Saale. Die Ideen sind da, die Leute sind da, die Produkte sind da. Man muss einfach verstehen, dass eine Firma bauen Geld kostet, dass man mit Geld einfach bestimmte Sachen beschleunigen kann. Und Zeit ist die kritische Komponente in Firmen bauen, weil es gibt immer 2, 3 Leute, die gleiche Ideen haben. Und wer mehr Geld hat, kann das halt schneller ausführen. Bei Thomas Arendt wird es langsam eng. Nur noch knapp 2 Monate, dann könnte Savvy das Geld ausgehen. Wenn er nicht doch noch auf den letzten Metern Investoren findet. Hi Thomas. Hey Flo. Hey, servus. Hi, wie geht's? Thomas und Florian kennen sich von Airbnb, damals, als beide noch angestellt waren. Bei Florian Leibert ging's seitdem immer nur steil bergauf. Seine Programmierer entwickeln Software, die Rechenzentren automatisiert, eine Art Übercloud, wie sie jedes große Unternehmen braucht. Google, Twitter und eBay nutzen sie zum Beispiel. Irgendeine Empfehlung oder irgendeine Idee? Target Partners in München, die kenne ich eigentlich mittlerweile ganz gut. Da kann ich gerne eine Intro machen. Ich frage den Brian auch nochmal. Brian es war bei uns super hilfreich in der Seed. Also Brian Pokorny. Ja, da war, den kann ich auch nochmal fragen. Den kenne ich gut von Google. Ja. Der hat natürlich ein super Netzwerk. Ja, Five, Target Partners. Thomas hat schon mehrere 100 Investoren kontaktiert. Okay. Das heißt, wir haben noch. Aber vielleicht bringen Florians Kontakte ja den Durchbruch. Super wichtig. Und also du brauchst immer jemanden, mit dem du mal sprechen kannst, insbesondere als Unternehmer, wenn du da Gleichgesinnte hast, wie jetzt Flo. Wir haben einen gleichen oder einen ähnlichen Hintergrund. Es ist wirklich wichtig, quasi dieses Netzwerk auch zu nutzen, sich gegenseitig zu helfen und auch mal auszutauschen, gerade wenn es mal nicht so gut läuft oder du weißt nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Tobias und Florian sind gerade mal Anfang 30. Ihr Startup gilt aber jetzt schon als eines der angesehensten in der Branche. Vor kurzem erst haben sie ein Übernahmeangebot von Microsoft abgelehnt. Die beiden sind keine normalen Bosse, wie ihr sie kennt. Sie sind Manager, die dir helfen, die du jederzeit ansprechen kannst. Es geht sehr viel lockerer zu im Silicon Valley. Und nicht, oh Gott, ich muss zum Chef. Das macht vieles einfacher. Ich habe viel in Pariser Startups gearbeitet. Hier sind sie viel offener. Du kennst das Produkt besser. Sie erklären dir viel genauer, welche Ziele die Firma verfolgt. Programmieren haben die beiden Jugendfreunde schon in der Schule gelernt. Software-Genies, aber keine gelernten Manager. Wir müssen uns echt auf Außenstehende, die sich mit zum Beispiel im PR wie bei Margit sich damit super auskennen, verlassen. Und die hat uns unheimlich geholfen, das Messaging richtig zu machen, sodass die Journalisten, aber auch Analysten eben verstehen, was wir überhaupt verkaufen. Margit Wenmachers investiert viel Zeit in ihre Gründer. Denn je wertvoller die Unternehmen, desto höher der Gewinn für sie als Investorin. Und desto mehr neue Startups kann sie finanzieren. Ein Kreislauf. Okay, wir haben wenig Zeit. Wie immer. Was machen wir? Wir setzen uns dahin. Okay. Sie hat 18 Minuten Zeit für uns. Investoren drücken immer aufs Tempo. Die Venture Capital Firmen sind bereit, einem jungen Unternehmer, der vielleicht 22 ist und gerade aus der Uni kommt, 20 Millionen zu geben, um eine Idee mal auszuprobieren. Die Kultur unterstützt Risiko eingehen, wenn man mal einen Fehlschlag hat mit einer Firma. Es ist alles im grünen Bereich. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zwischen Kalifornien und der deutschen Kultur. Ein Vorbild für Deutschland? Margit Wenmachers hat oft Besuch aus der Heimat. Allein im vergangenen Jahr waren 8 Automobilbosse bei ihr, auch Deutsche.
Die Gesichtsausdrücke in diesen Meetings, die haben so eine Bandbreite zwischen Schock, glaube ich nicht, wir wissen es besser und oh my God. Die Frage ist, ob die wirklich die Wichtigkeit der Software richtig einschätzen und dass vielleicht in den nächsten 10 Jahren die wichtigsten oder die modernsten Autos hier in Kalifornien hergestellt werden, kann passieren. Sie wollen vorne mitfahren im Rennen um das Auto der Zukunft. Stan und Chris sind überzeugt. Es wird elektrisch sein und selbst fahren. Am DeLorean testen sie, was geht, ohne Mensch am Steuer. Wir suchen nach neuen Wegen, einen Wagen zu kontrollieren, wenn er ausbricht. Der Filmstar aus Zurück in die Zukunft fährt nicht nur selbstständig, er schleudert elegant um die Kurve. Deutsche Autos können zwar auch schon ohne Hand am Steuer geradeaus fahren und einparken, aber die höchste Kunst im autonomen Fahren beherrschen sie noch nicht. Selbst wenn die Topmanager in den deutschen Konzernen auf elektrisch und selbstfahrend umstellen wollten, so einfach geht das nicht. Das lassen die Modellzyklen gar nicht zu. Ein einziger Zyklus dauert 6 Jahre. Das macht die großen Autohersteller so unbeweglich. Die Kameras auf dem Dach, ihr Markenzeichen. Noch nie waren so viele Testautos im Silicon Valley unterwegs wie in den vergangenen Monaten. Längst sind es nicht mehr nur Google-Autos. Tesla will noch in diesem Jahr einen Wagen von Los Angeles nach New York fahren lassen. Ohne Hand am Steuer. Und auch der Taxivermittler Uber prescht vor. In geheimen Garagenfirmen arbeiten sie an der Mobilität von morgen. Toni Seber hat seinen Porsche verkauft. Er fährt Uber-Taxi. Günstiger, schneller, endlich keinen Parkplatz mehr suchen. Seber ist Autoexperte an der Elite-Uni Stanford. Selbst er ist erstaunt, wie rasend schnell sich die Autoindustrie verändert. Alle neuen Autos auf der Welt werden ab 2025 Elektroantrieb haben. 2030 werden alle Autos elektrisch und autonom fahren und über Carsharing betrieben. Städte wie San Francisco werden schon in wenigen Jahren völlig anders aussehen, sind die Zukunftsforscher überzeugt. Diese Straßenecke, heute noch viel befahren, in Zukunft könnte sie aussehen wie an einem Feiertag. Viel weniger Autos, weil die Menschen lieber Autos teilen, statt sie zu besitzen. Viel weniger Lärm, weil alle elektrisch fahren, statt mit Diesel oder Benzin. Die Parkhäuser werden zu Wohnungen umgebaut, Parkbuchten zu Grünflächen. Autonome Taxis kreisen ständig durch die Stadt, bringen auch die Kinder zur Schule. Per Smartphone bestellt, in wenigen Minuten da, sicher und günstiger als ein eigenes Auto. Lange waren die deutschen Autobauer die Stars auf dem Markt. 130 Jahre Fahrvergnügen. Wenn es ums autonome Fahren geht, geben sich BMW, Mercedes und Co. aber zurückhaltend. Im Stau einen Film gucken, ja. Doch bis die Fahrer sich komplett zurücklehnen können, werde es Jahre dauern. Was, wenn es bis dahin Roboterautos aus dem Silicon Valley gibt? German car companies are very good at manufacturing. Die Deutschen sind sehr gute Autobauer. Ich glaube, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder gehen sie pleite oder sie werden zu Herstellern für andere Autobauer. Uber zum Beispiel. In San Francisco arbeiten Stadtplaner bereits an Ideen für eine Zukunft ohne Parkhäuser. Pascal Finette berät sie dabei, erzählt er den beiden Kursteilnehmern. Nur in seinem eigenen Land mögen sie den Propheten nicht hören. Wow, da passiert was Interessantes. Vielleicht ist das was auch was in Deutschland passiert. Ja, vielleicht brauchen wir keine Parkhäuser mehr in Berlin. Ja? Und dann sagen die, ja, der versteht das nicht. Ich sag's einfach nur so, was passiert denn hier? Ja, was? Irgendwie, ihr könnt ja kritisch dem Thema gegenüberstehen, aber
irgendwie, man muss doch offen sein zu sagen. Ja, so. Wir denken immer nur in unseren alten Strukturen und schaffen es nicht, da mal auszubrechen und da Impulse zu kriegen. Gigantisch gut. Und das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch in Deutschland. Wir nennen das immer, we rewire your brain. Ja, das ist nicht irgendwie der Content, das ist nicht das echte Lernen. Das kannst du überall machen. Es geht wirklich darum, dein Weltbild ein bisschen zu verändern. Und ich glaube, das ist das Spannende. Das ist das, was Spaß macht. Wie sehr Pascals Kurs sie verändert, das merken viele erst, wenn sie wieder zu Hause sind. Kassensturz bei der Lehrervermittlung Savvy. Sie wissen, es geht ums Überleben ihrer Firma. Im Silicon Valley gehört es zum guten Ton, alle 2 Jahre den Job zu wechseln. Selbst wenn Savvy scheitert, die Investoren würden es als eine wichtige Erfahrung werten, nicht als Versagen. Thomas sorgt sich dennoch mehr um seine Mitarbeiter als um seine eigene Zukunft. Das ist ziemlich aufregend. Wir haben ungefähr die Hälfte der Summe zusammen, die wir einsammeln wollen, von Investoren, die vorher schon in uns investiert haben. Wir machen weiter, bis uns das Geld ausgeht oder bis wir neue Investoren finden. Von daher bin ich ganz optimistisch. Wenn es nichts werden würde, dann hätte ich auch ganz gute Chancen, woanders unterzukommen. Stefan Groschupf erlebt dagegen gerade seinen 2. Höhenflug. Seine Idee für den Verkaufsassistenten ist gekauft. Und auch in seiner alten Firma geht es für ihn weiter, im Aufsichtsrat. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Gründer auch in der Firma bleiben, in irgendeiner Position, im Aufsichtsrat oder als Geschäftsführer. Weil die Vision, die Kultur und auch wo die Firma hingeht, ist schon meistens am besten von denen gesteuert, die die ganze Firma auf die Welt gebracht haben. Auf zu neuen Ufern. Die Investoren drängen schon. Sie wollen Verträge unterschreiben. Das Programm soll schnell fertig sein. Von der Idee bis zur Firma vergehen hier nur ein paar Wochen. Ganz anders als in Deutschland. Wir brauchen eine Kultur, nicht nur Politik, sondern auch eine Wirtschaftskultur, die positiv Innovationen gegenübergestellt ist, wo kleine Firmen gefördert werden und auch deren Produkte gekauft werden, in dem es okay ist, wenn man Fehler macht, in dem es okay ist, wenn 3 Jungs im T-Shirt eine tolle Technologie haben und einen großen Konzern verkaufen wollen. Wenn Pascal Finette ausspannen will im Hier und Jetzt, dann bei seiner Frau Jane und den Pferden. Grounding for me, you know, it's well for me. I just mich erdet das, so nah an der Natur zu sein. Als wir hierher gezogen sind, waren wir begeistert, dass wir bei den größten und einflussreichsten Tech-Firmen der Welt arbeiten und trotzdem morgens auf unserem eigenen Pferd ausreiten können. Wo sonst auf der Welt gibt es das? Von wegen, die Nerds sitzen nur am Computer. Im Silicon Valley scheint die Sonne an 300 Tagen im Jahr. Auch deshalb wollen viele nicht mehr weg hier. Ich brauche das. Also für mich ist das irgendwie so das Lebenselixier. Für mich ist das also wirklich dieser Kontrast zwischen, du hast irgendwie Hightech im Valley und halt irgendwie super, super Tempo, jeder arbeitet wie verrückt. Ja? Und dann kommst du halt hier hoch und es ist halt irgendwie komplett anders. Ja? Also irgendwie, du hast hier fast keinen Mobiltelefonempfang. Ja, selbst das funktioniert nicht. Und es ist halt einfach nur Natur und Ausspannen und das ist Wahnsinn. Also für mich ist das wirklich so Batterien wieder aufladen. Der wilde Westen. Er fasziniert noch immer die Pioniere, auch die Deutschen. Nicht nur wegen der Erfindungen, die die Welt verändern. Es ist das Mindset, wie sie hier sagen, die offene Einstellung zu allem Neuen, die anzieht. Nach dem Motto, alles ist möglich. Wenn du über Technologie zum Beispiel nachdenkst, für mich Technologie ist halt, das ist agnostisch, das ist nicht gut oder schlecht. Es ist immer, was der Mensch damit macht. Und es hat halt ethische und moralische Fragen. Und ich glaube, wir müssen diesen Diskurs haben, wir müssen diese Diskussion haben. Und ich glaube, Deutschland mit seinem Land der Dichter und Denker, was es ja ohne Frage ist, muss an diesem Tisch sitzen. Ja, und hat da eine sehr deutliche Rolle zu spielen. Und das, da müssen wir als Deutsche halt dabei sein. Das Silicon Valley zu kopieren? Unmöglich. Zu sehr ist das Biotop für Kreative schon gewachsen. Sich von dem Mut und Unternehmergeist anstecken zu lassen, könnte sich dagegen lohnen. Kreative gibt es ja genug in Deutschland.